klar unten, wie das wisst ihr. Ja, wie ihr das wisst. Ja. Voilà. Wir sind im Video hin, das ist ein bisschen. Du weißt schon, dass ich in der Mottosgereich bin, oder? Vollgas und so. Was ich noch. Also, die Vogelsmühlen am Möllerdal schmengen. Du hast ja noch nicht gesehen, den Wasserfall. Nee. Du hörst ihn aber schon, wird da bestimmt gefallen. Was machen wir? Fotoen. Ja, voilà. Also, Fotoen. Jetzt sind wir für dich zu voll. Sag mir mal, was brauche ich denn eigentlich, wenn ich gerne ein Foto möchte von einem Wasserfall? Du kannst ja ein paar Möglichkeiten. Du kannst ja so holen, dass in allen Inseln. Also alle Insel Drips erkennt, oder du kannst es so machen, dass das gesagt der Foto trotzdem, dass es sich nicht bewegt, dass es gibt Mengen, die sich bewegt. Voilà, und das, das was wir machen heute, an dafür brauche ich aus aller Recht nicht nur für den Wasserfall, aber insgesamt gebe ich so, brauche ich nicht mehr ein stabiles Stativ, weil heute am Wasserfall nach mir, weil dem noch muss man dann das Wasser stellen, dann muss es schon stabil stehen bleiben. Dann eben für den Wasserfall speziell brauchen wir Filtern. ND-Filtern. Voilà, die hast du mitgebracht, ne? Ja. Voilà. ND-Filtern und Polfilter ist doch dabei. Das können Sie mal sehen. Voilà. Und da weiß ich jetzt mal. Voilà. Ja, voilà. Mal die Küste. Na ja, sollen wir es mal abnehmen und gucken, was du jetzt mitgebracht hast. Also, hast du viel Kauf gemacht, oder? Ja. Also, was tust du hier dran an? Ah, also, Verlassfilter, die braucht man wahrscheinlich nicht. Nein, ich meine nicht. Das ist echt, wenn ich noch viel Himmel hat, den ich aufdunkeln an den Vordergrund, das schon mit deichter, dann hätte ich einen Verlassfilter. ND-Filter? Den braucht man, mehr wie sicher. Da sind da zwei, einen auf der Kamera oder einer Seite drauf, an diesen eben. An diesen ist mit dunkel, den ist gut für, wenn ich wirklich eine ganz lange Belichtung will machen. Der Test am Anfang durch einen ND-Filter verlängerst die Belichtungszeit. Wie Sonnenbrille. Wir haben hier, das ist relativ hell, wird man eng 200stel so da ja, immer holen. Aber mit einem ND-Filter kommen wir dann auf eng 2-3 Sekunden, dem noch weh zu erkennen. Da gibt es doch viel mehr, mit dem anderen aber nicht. Das hängt davon ab, wie hell das ist. Und natürlich immer große Unterschiede. Ne? Also der Prinzip ist, ein ND-Filter verlängert einfach bei der selbst der Belichtungszeit. Und das wird man beim Wasserfall wollen, für das Wasser nicht angefroren wird, aber in der fließenden Bewegung sein, dann Wasser am Anfang so solchen Teppich wird. Dann ist auch noch ein Poolfilter dabei. Nein, den hält das schon an Spiegelungen aus dem Wasser. Nicht nur aus dem Wasser, auch wenn es geregnet wird, dann. Die Blüte da zum Beispiel. Ja, auf den Pflanzen oder sogar an einer Stadtfoto, wenn es geregnet, dann hält den Polfilter die Spiegelungen weg. Dann hält sie auch auf Fenstern und so weg. Ich meine, dafür hier beim Wasserfall muss man gucken, ob man es brauchen oder nicht. Ob es hängt davon ab, ob es viel spiegelt. Andere kann ich so in einem Sinn Wasser ein bisschen durchsichtig oder von. Von den Lohen. Voilà, von der, ja. So hast du gesagt, das ist der Knaschen. Hey, von der Vordergrund, so mal, typisch Beispiel, die ich bestimmt schon gesehen haben, am Internet, auf Fotos, so ganz schön klar, Birsch sehen, ja, wo ihn dann Polfilter benutzt. Stengumfang gesagt, ja. Ne, das ist der Polfilter, den der Mischer, den durch das Wasser und sich durchgesagt, im anderen Fall hat ihn einfach. Ja, die Spiegelung oben Wasser und dann gebe ihn, natürlich nicht gesehen, was am Wasser innen dran. Es wird auch nach meinem Polfilter interessant, dass wir durch Fenstern daheim zu fotografieren. Ja. An Fenstern haben eine kleine Reflexion dran, ja, wenn ich will raus. Such zum Beispiel, so etwas. Voilà, ja. Überall, wo am Anfang Spiegelungen sehen, ja, halten sie raus. Und was man auch möchte, Vorwegimikräfte. Ja. Dafür, wir sitzen hier gerade am Busch. Wenn wir hier einen Polfilter hätten, auf der Kamera, da wird gering drum drin, ist noch mehr kräftig. Ja. Auch beim Himmel kann das eine Rolle spielen. Ja. Nur auf Haut könnte es sein, dass wir brauchen beim Wasserfall. Was ist noch? Wir haben froh, das Stativ, stabil, wichtig. Ja. Und dann. Weil ich ja schon Platz ein bisschen Erkundschaft habe, für ein paar Wochen brauchen wir wahrscheinlich einen Weitwinkel, weil wir relativ nah am Wasserfall stehen. Das bereichst du vielleicht auch Stiefeln. Ich hoffe, du hast die dabei, ne? Schon immer alles mit dem Abfall, voilà. Diese ja. Die, ja. Voilà, ja. Das ist ja. Also, kann ich natürlich auch... Fertigschlager schon, haben wir auch schon. Ja. Kann ich natürlich auch, wenn das so schön warm ist, wenn wir mal dick an die 20 Grad, kann ich natürlich auch Buhrfeist drauflaufen, aber da muss das Wasser schon proper sein. Also, schon lieber, auch wenn es warm ist, Stiefeln. Weil du weißt noch nie, wer du am Boden vom Wasser raus, wenn ich nicht gesagt habe. Ja, du kannst in einen Flasche raufgehen, auf den Fäse nicht. Ja, also das ist schon mal sicher, für den Stiefel und mit den Stiefel meistens rutscht die noch aber Männer wie mit Buhrfeist. Und dann, wenn aber die ganze Butte gehen, da gibt es Wasser fallen. Da brauche ich eine gute Assurance. Ja.
Ja, mal so richtig Mikrofaser. Ja, Qualitätsmikrofaser. Ja. Voilà, die nicht schade, wenn ich nicht dabei bin, weil das ist ein Problem. Also, hier beim Wasserfall kennt man natürlich, ich meine, durchaus ein paar Wasserspritzer auf die Linse oder auf den Filter kriegen. Und die geben ja nur dann einfach auf das Foto gesehen. Nicht sicher, schwer rauszuholen. Ne? Voilà. Ja. Und man sieht, dass ich das ja nur gerne stundenlang am Photoshop plus für die Spritzer rauszumachen oder. Besonders falls so nach Punkten auf dem Sensor, Sensorflecken, dann geht es Konfetti. Ja. Dafür, dass manchmal mich einfach zwischen den periodisch von Logik putzen, ein paar über den Filter oder die Linse zu einem Drücher sehen. Dafür hast du dann auch ein Stativ, so wie ich es gedacht habe, nicht wackelt. Das ist nicht meine Komposition für dich gemacht. Ja. Wenn ich drüber fahre. Ne? Noch dann etwas, vielleicht Foto machen mit einem Selbstauslöser, mit einem Zeitauslöser oder am Apparat ausschalten. Ja, was tun wir? Ich habe einen Kabelauslöser dabei, aber ganz oft benutze ich den mal nicht, weil dann will ich einfach den Selbstauslöser ja. Zwei Sekunden. Da geht du. Und dann, vollkommen. Was noch? Hast du das alles gewählt? Für den Moment mal, ja. Denke, ne? Also, Sache mal. Ja, das ist am Funk alles, was wir brauchen. Wo ich scharf steht, können wir noch gucken. Sommer ist. Ob du den Mann. Na ja, gib mal hoch bei Wasser und dann machen wir mal ein paar Fotos, jetzt gucken an die erste Weise. Ich Sachen auch mal drauf. Ja, gucken, ja. Na ja, da sind wir hier beim Wasserfall gekommen. Ja, da muss ich noch gucken, für einen Platz zu finden. Ja, der Teil sieht schon mal nicht so schlecht aus. Da habe ich auch ein paar Stänge am Vordergrund. Ja. Lohne ich meinen Polfilter drauf. Ja. Und lo sieht man dann, dass ich effektiv mit einem 6-Stop-ND-Filter auf eine 5 Sekunden Belichtungszeit komme. Dann schaue ich mal so ein Foto und dann gucke ich, was das geht. Voilà. Und da an der Foto sieht man effektiv lo ganz schön, wie das Wasser sich schön seitlich kauft, wie es sich schön am Punkt fließt, so wie es am Punkt ihr sollt sehen, wie man das von Anfang gut wollten haben. Ich meine, auch noch ein paar Fotos hier angucken, vielleicht auch noch ein paar andere Blickwinkel. Da sind ich mal gespannt und ich hoffe, dir auch, was das Resultat geht von diesen Fotos. Wir sind daheim, wir haben ein Foto bearbeitet, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, an den Kanal abonnieren. Und da sagen wir vielmals merci fürs Gucken. Eddie, bis die nächste Kehr.